Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier im Königreich Burgund bei unserem König Gérard zusammen mit seiner Tochter. Und ja, sein bisher, oder naja, es war, sie war nicht das einzige Kind, aber sie ist wieder das einzige Kind. Ihr kennt die Gründe und Hintergründe. Auf jeden Fall ist sie jetzt mittlerweile 6 Jahre alt geworden. Das heißt, jetzt wird es langsam ernst. Es wird Zeit, sich Gedanken zu machen um ihre Erziehung. Und naja, so wie es aktuell aussieht, unser Girard ist auch weiterhin, er hat sehr stark zu tun mit seiner Anspannung. Das schmälert auch arg seine Fruchtbarkeit. Weder seine Frau noch eine seiner Affären. Gut, von der einen Affäre ist ehrlicherweise kein Kind mehr zu erwarten. Aber keine seiner Frauen ist schwanger und da besteht aktuell nicht die Möglichkeit, auch ein weiteres Kind zu erwarten. Und von daher spielt Juliane eine ganz besondere Rolle und ist eine ganz besonders wichtige Person. Und entsprechend werden wir uns jetzt mal um ihre Ausbildung kümmern. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, wer kann sich denn um sie kümmern? Wessen Mündel kann sie werden? Wir sehen, sie hat tatsächlich Ausbildungsschwerpunkt. Ja, wobei Ausbildungsschwerpunkt, ihr wisst, wie ich das interpretiere, das ist so ein natürliches Talent, so eine Neigung, was die Kinder mitbringen. Wir verändern das auch nicht, das wird quasi automatisch festgelegt. Ja, Girard setzt sich aktuell weiter auch mit dem Thema Theologie auseinander. Es ist jetzt, glaube ich, nicht angebracht, dass sie irgendeinem Ritter oder auch, ich denke, das lässt auch die Paranoia nicht zu, unseres Girard, dass er sie weit wegschickt. Und von daher gibt es aber eine Möglichkeit im Rat. Hier unser Erzbischof, 64 Jahre ist er schon alt. Und das ist doch eine gute Möglichkeit, hier die Tochter zu unterrichten. Und dementsprechend werden wir den Vorschlag mal abschicken. Er ist jetzt auch schon 64 Jahre alt. Gesundheitlich ist er angeschlagen. Mag sein, dass wir dort relativ zeitnah einen neuen Erzbischof bekommen. Aber dann werden wir mal sehen, Kind wird jetzt schon unterrichtet, okay. Ja, ich dachte, er müsste dem noch zustimmen, aber er hat dann natürlich keine andere Wahl. Dann schauen wir noch mal kurz auf den Rat. Wie lange wird hier noch? 15 Monate wird noch in Leiden die Entwicklung gefördert durch unseren Ratskämmerer. Ja, das ist vielleicht ein Zeitraum. Wenn das abgeschlossen ist, dann hat unser Girard auch wieder mehr als ausreichend Geld wahrscheinlich zusammengesammelt, kann dann ihn mal damit beauftragen, hier mehr Entwicklung. Das reduziert ja die Bauzeit und auch die Baukosten nicht, aber es reduziert die Bauzeit. Dann kann er ihn hier mal nach Moutier schicken und sich dann dort um den Bau der Lustschlösser kümmern. Das auch schon wie angekündigt. So, und Geopal meldet sich jetzt wieder. Der will ja für uns noch eine Urne erschaffen. Er besteht darauf, dass die Mittel, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, nicht ausreichen, um ein Artefakt zu erschaffen, das meines Status würdig ist. Nur ein bisschen mehr Gold und ich könnte etwas wirklich Großartiges erschaffen. Was will er denn nochmal? 50? Ja, ich denke, da ist unser Girard nicht knauserig und er hat das Geld aktuell auch zur Verfügung. Gleichzeitig kann hier ein weiterer. Wir melden uns, kümmern uns gleich um sie, ein weiterer Vorzug hier gewählt werden. In der Theologie, Prophet, das ist das Einzige, was wir jetzt wählen können. Monatliche Frömmigkeit pro Ritter und Glaubensschaffungs- und Reformationskosten. Okay, also da hat, glaube ich, Girard keine Ambition, den katholischen Glauben zu reformieren. Aber gut. So, das meldet sich. Ingelrade der Provence, ich möchte euch bitten, in eurer Weisheit meinen Anspruch auf Eschenlohe in Betracht zu ziehen. Es ist nicht richtig, dass Prinzessin Theodora als Thronräuber in ihrem Schloss sitzt und das Geburtsrecht meiner Dynastie verspottet. Ich bitte euch, mein König, unterstützt eure loyalen Vasallen, indem ihr zu den Waffen ruft, sollte sie meinen Anspruch nicht freiwillig anerkennen. Okay, sie hat einen Anspruch auf Eschenlohe. Prinzessin Theodora. Naja, das ist Teil des Heiligen Römischen Reiches dort. Also, Entschuldigung, aber da gibt es andere Dinge,
also wenn es einen Krieg geben wird oder geben würde gegen das Heilige Römische Reich, dann aus anderen Gründen und dann auch um andere Dinge als irgendeine kleine Grafschaft im fernen Bayern. Hier ist es im Übrigen, die Baronie von Eschenlohe. Ja, tut mir leid, da können wir ihr nicht helfen. Weil ich meine, sie ist körperlich immer sehr, sehr fit. Allerdings mittlerweile, also gesunder Körper, eiserne Konstitution, mittlerweile 79 Jahre alt. Ewig lange wird sie es auch nicht mehr machen. Und dann ist interessant, was passiert bei der Erbschaft. Aber Graf Hupold, der aktuell auch, wo sitzt er denn? Auch hier sitzt. Oh, und die Königin ist ein weiteres Mal schwanger. Eben haben wir noch davon gesprochen. Vaihingen, da bin ich mal gespannt. Ich bin der Meinung, Vaihingen müsste dann eigentlich auch zu uns gehören, bin ich der Meinung. Weil wir haben auch keine Information, dass wir irgendetwas verlieren, wenn er was erben würde. Nun ja, ein denkwürdiger Name. Mein begünstigter Geopalt tritt mit gedankenvoller Miene an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht, mein König? Er scheint den Ärger in meinem Blick, ob einer so offenen persönlichen Frage, zu erkennen. Denn rasch ergänzt er: Ich meine, gibt es jemanden, den ihr das beauftragte Artefakt widmen wollt? Es scheint recht gut zu werden, doch eine denkwürdige Inschrift macht es noch viel persönlicher. Ja, ist das eine Möglichkeit, uns mit unserer Königin wieder etwas näher zu kommen? Ich denke schon. Wir werden das der Königin widmen, die ja nun gerade auch ein weiteres Mal schwanger ist. Und damit tatsächlich, oh Wunder, auf ihren Ehegatten wieder positiv zu sprechen ist. Ach, und die Hasenpfote wurde vernichtet, oh Mensch. Na sowas. Weiter geht es aber jetzt mit Alice und einem Liebesbrief an sie. Zuletzt hat sie uns ja ein bisschen zurückgestoßen, als wir unter ihrem Fenster standen. Naja, euer sanftes Gebaren ist wie der Flügel, mit denen ich zum Himmel aufsteige. Es wäre ein Segen für mich zu spüren, wie eure Lippen die meinen berühren, damit ich endlich wahre Freude erfahre. Ich mach selbst Apoll neidisch. Kaum, dass ich den Brief von Alice gelesen habe, bin ich auch schon unterwegs zu ihren Gemächern. Ach, sie hat uns geschrieben. I. Unsere Lippen. Also, bei den Lippen von König Girard kann man es ja zum Glück nicht so sehen, aber schaut euch mal die Lippen seiner Gemahlin an. Mit den Herpesbläschen, die will sie küssen. Nun gut. Okay, und sie wird unsere Affäre. Damit sind wir erfolgreich. Ayumai, der König, der lässt aber hier nichts anbrennen. Höchste Qualität. Mein König, seht euch dieses Holz an. Die Faser, die Dichte. Eine solch feine Qualität habe ich noch nie zuvor gesehen. Geopal löst sich aus unserer Prozession über den Markt, um ganz ekstatisch über einen Fund den Händler anzusprechen, der das verkauft, was er begehrt. Hiermit würde mein Vorhaben in ganz neue Höhen vorstoßen. Ich könnte etwas wahrhaftig Wunderbares erschaffen. Bitte, mein König, macht mir dieses Geschenk. Okay, wir können jetzt hier alles stehlen. Nein, das werden wir nicht tun. 145. Wir könnten noch mal versuchen zu verhandeln. Ja, ich meine, wenn er das braucht und jetzt wollten wir es nun gerade auch unserer Gemahlin widmen, da kann es natürlich nicht von minderer Qualität sein. Das geht ja auch nicht. Aber ich denke, es ziemt sich auf dem Markt zu handeln, auch wenn das ist tatsächlich eine Diplomatie und keine Verwaltungsherausforderung. Naja, schauen wir mal, ob er erfolgreich handeln kann. Lässt sich nicht überzeugen. Schade. Gut, dann braucht er jetzt aber die Zeit, die 10 Monate, die sein Ratskämmerer hier noch braucht. Ganz sicher noch, um wieder das Geld zusammenzubekommen, um auch dann in die Lustschlösser investieren zu können.
So, und was sagt jetzt der Erzbischof? Vision des Göttlichen. Mein Erzbischof Nikolaus tritt auf einen Weg zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen, aha, die ich auf Stäben im Raum verteilt habe. Der Weihrauch, der schwer in der Luft liegt und vor bösen Dämpfen schützen soll, treibt uns ein wenig die Tränen in die Augen. Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen. Allerdings bricht Nikolaus bald schon ab. Das fühlt sich falsch an. Dies sind göttliche Wesen und nicht gedacht für das sterbliche Auge. Okay, wir könnten versuchen, ihn zu überzeugen. Was machen wir denn da? Irgendwelche komischen, obskuren Rituale? Ihr könnt gehen, aber ich werde deshalb nicht aufgeben. Wir könnten Zyniker werden. Ja, das ist vergebliche Liebesmühe, wenn nicht gar eine Sünde. Ja, ich meine, wir haben die Pilgerreise gemacht, wir setzen uns mit der Theologie auseinander. Unser Erzbischof hat hier Zweifel. Ja, ich finde es nachvollziehbar. Wird Girard ein religiöser Eiferer? Das wäre ja nochmal interessant. Ist da noch eine Entscheidung oder ist sie schon gefallen? Nein, aber eine andere Entscheidung ist gefallen. Das Kind sollte nicht sein. Meine Gemahlin König Hawis versicherte mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Sie ist nicht länger schwanger. Oh mein Gott. Die beiden haben es aber auch schwer. Aber offensichtlich ist Girard kein religiöser Eiferer geworden. Hat er denn Möglichkeiten? Ich meine, seine Anspannung ist natürlich auch wieder ein Riesenproblem. Nee, er hat aktuell auch keine Möglichkeit, Anspannung abzubauen. Aber es gibt auch noch etwas bei Hofe. Juliana ist verzweifelt. Von meinem Thron höre ich, wie meine Tochter und Erbin Juliane heftig schreit und Kampfgeräusche. Ich springe sofort auf, rase den Gang hinunter und halte inne, als ich sehe, wie Winfrieda mit einer Hand das arme Balg zu bändigen versucht und mit der anderen ein Buch umklammert. Ich habe kaum Zeit, nach einer Erklärung zu verlangen, als beide schon mit einer herausplatzen. Juliana weigert sich, dass ich ihr mein Meisterwerk zu diesem Thema, zum Thema Bildung, vorlese. »Ich habe dieses öde Buch schon 1000 Mal gehört«, beklagt sich Juliana. Es ist so langweilig. Ist sie nicht auch, ja, sie ist Hoftutorin. Winfrieda, unsere Affäre, ist gleichzeitig unsere Hoftutorin. Okay, wir könnten versuchen, dass sie etwas anderes lernt. Ja, ich glaube, da kann er seiner reizenden Tochter nicht widerstehen. Juliana findet das gut. Winfrieda natürlich nicht, aber wir werden das mal tun. Und eine Sache, die wir vielleicht auch tun sollten, wir werden jetzt auch in diesem Augenblick nicht mehr von Anspannung übermannt. Sie sollte natürlich auch eine Sprache lernen. Und zwar, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, Dockisch oder Deulisch, welche war es denn? Naja, auf jeden Fall die andere. Schwäbisch-Französisch, haben wir eine Bürgermeisterin. Noch eine Bürgermeisterin. Ihr Onkel könnte ihr eine Sprache beibringen. Nee, unser Onkel, ihr Großonkel. Ja, das wäre ja vielleicht ganz gut. Ja, Vulgärdeutsch ist es dann. Ja, das muss sie auf jeden Fall können. Dann muss sie da auch weiter lernen. So, hier gibt es jetzt wieder etwas mit niedriger Haltbarkeit. Die uralte Tafel. Ein Schmuckstück. Tragen wir das zurzeit?
Nee. Aber wir haben auch gesehen, je länger man wartet, desto teurer wird's. Auf der anderen Seite hat Girard natürlich auch andere Pläne im Moment. Er wird es erstmal noch nicht reparieren. Geiseln wollen wir nicht austauschen. Wen können wir noch einkerkern? Alice? Weil sie unzüchtig ist mit uns, deswegen können wir sie einkerkern? Nein. Aber woher weiß man denn, dass sie unzüchtig ist? Schwanger ist sie auch nicht, was ein entsprechender Beweis wäre. Ein Igor ist bei uns im Kerker gestorben. Mit seiner Urne lässt er sich aber auch Zeit. Ach Gott, ja. Und jetzt ist Alice natürlich auch mit den Liebesbläschen übersät. Und die Anspannung haut wieder voll rein. 30 können wir jetzt für ihren Milchzahn bezahlen. Nein, wir werden ihn behalten als Glücksbringer. Tatsächlich verlieren wir dann auch Anspannung, weil wir mitfühlend sind, weil sie sich freut. Vater, ich habe gerade einen Zahn verloren. Juliana präsentiert mir stolz ein zahnloses Lächeln und überreicht mir einen kleinen Beutel mit dem ausgefallenen Zahn. Na, sehr schön. Den werden wir doch behalten. So, wie lange ist er jetzt noch hier beschäftigt? 7 Monate. Naja, und ich denke, um eine Sache, die wir uns dann auch kümmern müssen, während die Urne jetzt fertiggestellt ist, ist, dass wir uns dann zeitnah, gut, jetzt ist sie 6 Jahre alt, aber mal nach einem möglichen Verlöbnis für Juliana umschauen. Mein König, ruft Egeopal mit einem breiten Grinsen auf seinem Gesicht und winkt mich zu einem vom Stoff verhüllten Gegenstand hinüber. Ich habe viele Tage und Nächte geschuftet und endlich ist mein Werk vollbracht. Er reißt die Abdeckung herunter und ich mache große Augen, als ich sehe, was sich darunter befindet. Die Urne. Ein berühmter Podestgegenstand. Eine exquisite Urne von meisterhafter Machart. Sie besteht aus Ton und wurde mit Darstellung von inspirierenden Zitaten geschmückt. Eine winzige, aber elegante Inschrift verläuft an der Seite und widmet das Artefakt wie folgt: Für meine geliebte Hawis. Das ist doch sehr bezaubernd. Dann wollen wir sie auch mal aufstellen. Oh. Die ist ja wirklich, schaut euch das an. Sehr, sehr schön. Sollten sie aber vielleicht noch mal umbenennen. Ist vielleicht auch ein bisschen makaber, die jetzt schon nach unserer Frau zu benennen. Aber offensichtlich wird das die Urne sein, die irgendwann mal für sie bestimmt sein wird. Nun gut. Jetzt kann das Freudenhaus besuchen. Aber auch das kostet wieder einiges an Geld. Kann er da momentan an sich halten? Das ist so ein bisschen die Frage. Aha, Baron Otto von Limburg. Er ist derjenige, der hier unseren Gast umbringen will. Also, was wollen wir aber nicht bei uns am Hofe haben? Aber wir können sie aber auch nicht. Naja, ich habe gerade überlegt, sie wegzuschicken. Aufgrund unserer Paranoia. Aber genau, das funktioniert dann auch wiederum nicht, weil wir mitfühlend sind. Ja, da müssen wir das irgendwie aushalten. Irgendwann zieht sie, glaube ich, ohnehin weiter oder stirbt. Sie ist auch schon gebrechlich. Apropos stirbt, wie sieht es denn in der Provence aus? Ingelrade, weiterhin 80, hat aber auch noch 2 weitere Söhne. Das heißt, Hupold wird zwar
Herzog werden, aber seine beiden anderen Brüder werden hier in der Provence auch noch einiges erben. Also, da wird die Macht ein wenig auf mehreren Schultern am Ende des Tages auch verteilt sein. So, ich möchte den Augenblick hier nicht versäumen. 2 Monate sind es noch. Dann können wir die Aufgabe hier schon mal ändern. Und wenn unser Girard dann genug Geld hat, dem Alkohol könnte er sich jetzt ergeben und sich danach übergeben, wahrscheinlich, weil er zu viel davon getrunken hat. Ja, wenn er dann genug Geld hat, hier die Lustschlösser bauen. So, das dauert jetzt nur noch eine knappe Woche. Und beginnt dann von 9 mit 6 Jahren, was ja auch schon enorm ist. Dann schicken wir ihn jetzt hier hin. Dann soll er dort für mehr Entwicklung sorgen. Und dann lass uns nochmal schauen, waren das 450, ne? Ja. Es fehlen 29. Das werden wir nochmal abwarten und uns die Zeit mit ein wenig Sauferei. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Mit ein wenig Sauferei vertreiben. Wie lange brauche ich jetzt hier? Ja, nur 3 Jahre. Wahrscheinlich geht es insgesamt einen kleinen Tick schneller, weil die Entwicklung insgesamt auch noch nicht so hoch ist. Mal drauf schauen. Dadurch, dass in Leiden recht Regelmäßigkeit oder recht regelmäßig in die Entwicklung investiert worden ist, ist sie auch insgesamt verhältnismäßig hoch. Und unsere Dynastie hat einen weiteren Vorzug freigeschaltet. Ja, das Problem ist weiterhin, dass der Herzog Guillaume von Toulouse das Haus oder Oberhaupt ist. Von daher können wir leider aktuell über die Dynastievermächtnisse nicht selbst entscheiden. Und er hat sich jetzt entschieden für Wissensschatz, Entwicklungszuwachs plus 20%, monatliche Bildungs-Lebenswandelerfahrung plus 10%. Ja, dann ist das aber so, wenn er aktuell die Entscheidung zu treffen hat. Auf welcher Grundlage? Dynastieoberhaupt, das steht doch da bestimmt. Okay, ich hätte jetzt gehofft, dass da steht, weshalb er Dynastieoberhaupt ist. Es ist irgendwo insgesamt Macht, Machtprojektion, Anzahl der Titel. Ich meine, er ist am Ende nur ein Herzog. Wir sind König. Er hat mehr Männer. Wir haben 2 Herzogstitel und 4 Grafschaften. Er hat 2 Herzogstitel und 4 Grafschaften. Also ich wüsste nicht, woran es liegen könnte. Außer es ist tatsächlich die militärische Stärke, dass da auf der Grundlage der militärischen Stärke entschieden wird, wer Hausoberhaupt ist. Fände ich interessant. Ein heiliger Brief. Papst Johannes. Der, was ist er denn? Der 19. 19. oder nicht? 10 und dann 10 minus 9. Minus 1. Sonst würde das davor stehen, ne? Ich glaube, Johannes der 19. Meine kürzliche Bestrebung auf dem Gebiet der Theologie, aha, haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an den Papst auf. Okay, wir schreiben einen Brief. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für seinen unerschütterlichen Glauben, seine Muskelkraft, ist vielleicht nicht das Richtige, sein bestimmtes Auftreten oder gelobt sei Gott. Nein, wir werden ihn für seinen unerschütterlichen Glauben loben. Er selbst ist ja auch schon Theologe, auch ein wahrer Gourmand des Wissens. Meisterhafter Philosoph, 37 Jahre auch erst alt. Er könnte längere Zeit Papst bleiben. Wir werden mal seinen Glauben loben und dann mal schauen, wie er antworten wird. So, nun ist es aber an der Zeit, hier endlich zu investieren. Girard scheint schon ein wenig ungeduldig zu sein. Und zwar kann er jetzt hier in die Lustschlösser investieren und diese errichten
lassen. Es mag schön und gut sein, sich in nur einem verschwenderischen, prunkvollen Schloss aufzuhalten, doch gleich die Auswahl unter mehreren von ihnen zu haben, kann nie schaden. Okay, wenn wir hier ein Festmahl veranstalten, sind die Kosten reduziert. Prachthochzeit kann hier auch veranstaltet werden. Es gibt monatliches Prestige. Anspannungsverlust können wir gut gebrauchen. Feindselige Komplotte sind interessanterweise erhöht, aber persönliche sind auch erhöht. Und es gibt Kontrollzuwachs pro Monat und prozentual. Alle Besitztümer in diesem Herzogtum. Girard wird ein Chateau bauen lassen. Wenn die Last der Verantwortung zu schwer wird oder ein wütender Mob aus Bauern die Tora stürmt, gibt es keinen besseren Ort als ein ländlich gelegenes Chateau fernab vom Schuss für etwas spontane Entspannung und für ein wenige Liebeleien. Und so etwas kann sogar noch in einen Sommerpalast und dergleichen ausgebaut werden. Und ganze 9 Gold hat er jetzt noch. Nun gut, ich sprach es an, dass er nicht der größte Verwalter ist und dementsprechend auch so etwas nicht so sehr achtet. An den heiteren König Girard von Burgund. Ich wusste euren Brief sehr zu schätzen. Euer Wissen über das himmlische Reich und das Wesen des Menschen sind verblüffend. Gepriesen seien die guten Mächte. Oh, und wir haben einen Brief von ihm bekommen. Auch das ist ein Artefakt für den Königshof. Ah, wo ist es? Wo ist der Brief? Da. Weg ist er. Ein Podestgegenstand. Alberichs Brosche oder das Dynastieschwert. Ich wollte mir das eigentlich aber vorher anschauen, den Brief. Frömmigkeit und auch Hofpracht bringst das. Der Brief ist an König Girard gerichtet und wurde von Papst Johannes unterschrieben. Ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er so etwas ausstellen würde. Vielleicht tatsächlich für das Schwert. Mit dem Kampf hat das ja auch nicht so. Die Brosche, dieses Familienerbstück, Alberichs Brosche, ist ihm vielleicht wichtiger als diese blutige Klinge. Ja, sehr schön. Ein Brief vom Papst. Das ist vielleicht ein guter Abschluss für unseren Girard und damit auch ein guter Abschluss für diese Staffel. Weiter geht's wie gewohnt am kommenden Sonntag 13 Uhr. Bis dahin macht es gut, euer Henri.